Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dirt Rally beim Harmsen. Ja, und wir starten in Monte Carlo auf Asphalt und nur ganz wenig Schnee oder Eis. Und ich hoffe, dass das richtig gut läuft, denn wenn das wirklich gut laufen würde, dann könnten wir damit eventuell, wenn die anderen einen Fehler machen, noch einen Platz in der Meisterschaft gut machen. 150. Rechts 2 in links 2. Wir müssen uns jetzt natürlich erstmal hart wieder an dieses Gefühl hier gewöhnen. In links 2 in der Gruppe. Oh mein Gott. Wie krass. Okay, nichts mit Sliden. Ganz vorsichtig am Gas. In links 2 halb lang. Es waren ja die langsamen Kurven, die mir nicht so lagen mit dem Auto hier, und hier gibt es viele langsame Kurven. Links halten über Kuppe in offene Kehre rechts. In links 2 lang. Okay, so geht's. In rechts 6, 60. Aber das geht halt gar nicht, ne? Rechts 6 lang, Kuppe. Links 6 in rechts 3 lang. Kuppe. Aber das ist halt ein Problem der Traktionskontrolle, ne? Das muss man ja ganz klar so sagen. In rechts 5. Und die bin ja nun mal ich. Ja, in 20 Sekunden. Lang, in rechts 1 halb lang. Ist für die Scheiße, die wir gebaut haben, eigentlich noch ganz okay. In links 3 lang 100. Kehre rechts. In links 5. In links 4 lang. In links 2 lang. In rechts 2 lang. Neigt halt stark zum Übersteuern. Ne? Und offene Kehre links. Genau, wie sowas hier. In rechts 3 lang. In links 3 lang nicht schneiden. In Kehre rechts. Und rechts 3 lang, nicht schneiden, über Kuppe. Muss man halt genau den Punkt finden, wo er anfängt, wieder richtig loszuschieben. Und da gegenlenken. In rechts 6, 60. Leicht gesagt, schwer gemacht. Rechts 5 lang, vielleicht Sprung, 130. Ja, 2 Sekunden verloren auf dem Stück. Und links 4, über 100. Auf so rum zu zicken. Und rechts 4, Sprung, nicht schneiden. 40, verengt sich. Links 6, über Kuppe. Und links 2, macht auf. Ich hoffe, der Schnee hat unseren Aufprall ein wenig gedämpft. Rechts 6, über 100. In Kehre links. 60. Links 6. Na, muss man vorsichtig rumfahren. Und rechts 6 über Kuppe 40. Achtung, Kuppe links 6. Sofort kehre rechts. Über Kuppe. Rechts vielleicht ist Sliden da gar nicht das Beste, sondern einfach vorsichtig rumfahren und dann, wenn man gerade ist, wieder voll Stoff geben. Und rechts 6 lang in offene Kehre rechts. Eisplatten ab hier. Also auf Eisplatten wird es jetzt richtig spaßig. Und rechts 5 in links 6. In rechts 4 lang nicht schneiden. Vorsicht, links 1 lang, eng am Ausgang. In rechts 6 halb lang, 150 durch Senke. Ganz kurz vor der Zwischenzeit. Ja, besser gesagt vom Ende. Ja, gut. 20 Sekunden hatten wir am Anfang, 20 Sekunden über die ganze Zeit noch verloren. Ja gut, guck mal, der vor uns, der dritte, der hat nur 22 Sekunden auf den ersten verloren. Das ist verdammt knapp.
Da muss man schon richtig gut mit dabei sein, ne? Darf man sich keine Fehler erlauben. So, jetzt kommt es wieder mit Eis und Schnee. Und ich denke mal, jetzt geht es wieder bergab. Ich glaube, wir starten vom Berg. 4, 3, 2, 1, Start. Links 4, 60. Und das wird jetzt natürlich richtig lustig. Rechts 3 lang. In links 2 macht auf. Und rechts 4. In links 1. In rechts 3 lang. Ich hoffe, ich habe Spikes drin. In rechts. In links 3. Ah, da ist er halt giftig, ne? In rechts 6. In links 2 halb lang. In links 1 60. Rechts 5. Glück gehabt, dass das noch gut gegangen ist. 60. Links 1 lang. Und rechts 2 über 100. Wieder auf die Zeit geglotzt. In rechts 4 über Kuppel. Dann komm schon rum mit dir. In links 1 macht zu. In rechts 1 halb lang. In offene Kehre links. 60. Ja, wenn man dann halt dagegen lenkt, macht zu, in offene Kehre links. Dann zieht er da stark am Steuer. Rechts 2 lang. Naja, das passiert, wenn man halt jetzt hier auf Eis die Handbremse benutzt. Rückwärtsgang rein! Verfluchte Scheiße nochmal. Ja. In links 2 lang. In rechts 5. Also Finger weg von der Handbremse. Oh Gott, nein, und Tutasche. Nein, Strafe, 5 Sekunden. Ja, wirklich wäre weggekommen. 40. Rechts 3 lang, macht auf, über 150, über Kuppel. Vielleicht sind wir zu nah innen dran und 60. Haben da nicht die optimalen Grip-Verhältnisse. Links 1 aber lang. Ich bin immer lieber eher innen dran rechts als. Rechts 2 lang, 80. Ins Außen. Außen geht es nämlich immer so steil bergab hier. Boah, da sehen die Texturen auch ganz schlimm aus gerade. Da sollte man nicht so oft hinfahren. Ja, aber ansonsten sieht das Spiel echt schön aus. Achtung, links 5 macht zu. Kehre links, Kuppel. Oh, Kehre links viel zu spät für die Kehre links gebremst. Ah, jetzt werfen wir es hier schon gerade wieder weg. 100, Kuppel. Und Achtung, rechts 4 lang, Überkreuzung, 40, verengt sich, mittig halten. Rechts 3, Überkreuzung, über 80, in rechts 4 lang, 80. Links 5 lang, über Kuppel, 130, oh, fuck. So, das hat dem Kühler nicht so gut getan, wie man sieht. Da waren wir auch gerade radikal schnell. Rechts 3 lang. Wir haben natürlich richtig Zeit verloren dabei. Und links 3 halb lang über Kuppel, in rechts 2, in Achtung links 3 nicht schneiden. Oh, der ist so nervös. In rechts 1, links 6 über Kuppel, links 1 halb lang. Und rechts 2 lang. In links 1 macht auf 40. Achtung, rechts 4, Wand am Ausgang. Kuppel 100. So, jetzt kommt wieder diese miese Wand. Achtung, gerade in rechts 3. Ah, okay, mit dem Auto kamen wir der nicht so nah. Rechts 6, über Kuppel. Links 6, Kuppel. Achtung, links 5, in Kehre rechts, mach zu. ...190, durch Senke, lange Kuppel. Bis Ziel. Und da ist das Ziel, wir haben wieder 40 Sekunden Rückstand ungefähr. Schade eigentlich. Wäre mehr drin gewesen. Ja, und die üblichen Verdächtigen sind vorne wieder
Scheiße, wir kommen auch von unserem Platz 4 nicht weg. Wir haben jetzt zum Glück schon fast eine Minute Vorsprung auf den Ochanda, aber 30 Sekunden Rückstand schon wieder auf den Ochanda. Ja, auf den McKellen oder wie er hieß. Oder Lepweller. Ich weiß nicht, den Finnen auf jeden Fall, meinte ich. Ich habe mir nicht genau gemerkt, wie er hieß. So, was haben wir kaputt gemacht? Den Kühler aufs Übelste. Da wird wohl die Empfehlung auf Kühler lauten. Darunter leiden natürlich die Räder ein wenig. Karosserie. Die ist doch bei 90% noch zu vernachlässigen. Aber gut, mein Team weiß schon, was es tut. Ganz im Gegensatz zu mir. In rechts 5 halblang 130. Links 6 über Kuppel. Sofort kehre rechts, Welle am Ausgang. Links 4 und links 4 verengt sich. 100 Kuppel. Links 4 halblang. Wow, das war schon mal richtig krass. Links 2 lang, macht zu bis 1. In links 2 und rechts 1, 100. Rechts 5 über Kuppel. In links 1 und halblang. Ich bin wahrscheinlich auch in den gesamten letzten Folgen ein bisschen schweigsamer geworden. In links 2 halblang. Einfach um mal so ein bisschen die Konzentration zu behalten und zu gucken, ob mir das irgendwie hilft, diese krassen Fehler zu vermeiden. Gut, 3 Sekunden. Rechts 6 lang über Kuppel, 100. Ich verstehe auch nicht, warum die anderen nicht mal einen Fehler machen. Das könnte doch auch durchaus mal der Fall sein. Und links 2 lang über Kreuzung, 60. Links 4 lang, 80. Achtung, links 5 lang. Und kehre rechts. Und rechts 6 lang, 40. Rechts 6 über Kuppel, 60. Achtung, links 2 macht zu bis 1, hängt nach außen. In rechts 2 lang, 100. 2 Sekunden, wir haben eine grüne Zwischenzeit gefahren. Vor Freude wollte ich fast schon wieder einen Dreher hinlegen. Leute, live die allererste grüne Zwischenzeit. Das wird sich allerdings dann gleich auf Schnee wahrscheinlich wieder gegeben haben. Hört ihr, wie der Schnee rauscht? Ich leider auch. Das ist halt mit unserem PS-Monster hier nicht das Wahre. In rechts 2. In links 1 lang, macht auf. Und kehre rechts. In links 1 macht auf und macht zu. 60. Ich denke, da ist so ein Mittelmotor. Kehre rechts. Ding wahrscheinlich besser. Das kann man wahrscheinlich besser kontrollieren. In links 1 lang. In offene Kehre rechts. In links 5 halblang über Kuppel. Es ist eine Zicke, ey. Unglaublich. So viel verloren auf dem Stück, ey. Unglaublich. In rechts 1 lang. 10 Sekunden. Na gut, eine so eine einmal anhalten kostet ungefähr 10 Sekunden. Links 2 macht auf über 80. Nicht darüber. Nochmal 10 Sekunden sind 20, wenn wir nicht wieder unter die ersten 3 irgendwo sein. In rechts 2 lang, Kuppel. Rechts 6. In links 6. In rechts 4 lang, nicht schneiden. In offene Kehre links. Mach zu. In links 3 lang. In rechts 1. In links 3. In rechts 2, macht zu bis 1.
Das ist freundlich, wenn einem die Straße dann dahin entgegenkommt, wo man sowieso hindriftet. Ah, da muss man Glück haben. Rechts 4 bis 10. Einfach mal voll durchgezogen bis zum Ziel. So, und davon gucke ich mir jetzt das Replay an. Wir sind... Alter, das wollen die mich verarschen. Jetzt fahren die alle so schnell, oder was? 14 Sekunden haben wir hier nur Rückstand. Der andere hat auch 14 Sekunden Rückstand. Und der Outschander hat wieder 12 Sekunden Rückstand. Serrano, krieg ich Hunger auf Schinken. So. Kehre rechts. Wollen wir uns das mal angucken? Ich, sag mal, wir gucken jetzt mal so ein Stückchen hier. In der TV-Kamera-Automatik hin- und her-Schaltung quasi. Alleine mal um zu wissen, wie es so von außen aussieht, das Auto. Wir haben ja nicht umsonst diese hübsche Lackierung gewählt. Es ist natürlich auch ganz cool gemacht, dass es wirklich nicht immer so genau mittig im Bild ist, sondern auch mal so am Rand ist. Macht das noch ein bisschen reeller. Über 80, 130. Rechts 6 lang über Kuppe, 100. Links 3. Und links 2 lang über Kreuzung. Ja, hier sieht das natürlich wiederum ganz anders aus, ne? Ja, so sieht es total lahmarschig aus, wenn man so diese Außenkamera hat, ne? Wo man dran vorbeifährt. Da sieht es echt aus, als ob du da hochschleichst wie der letzte Assi. Na gut. Ich denke, es war nicht die schlechteste Leistung, aber wir werden nicht dafür belohnt. Außer, dass wir auf jeden Fall jetzt unseren vierten gesichert haben. Denn der Leppeller, so hieß der Finne, den hat es auf jeden Fall ein bisschen zerrissen. Gol di Torino, letzte Etappe. Und dann gucken wir mal, was wir aus der Meisterschaft rausschlagen können. Ja, eigentlich wird es knapp mit der Zeit, aber egal. Wir ziehen das jetzt durch, Leute. Wir machen das nochmal. 6, sofort rechts 1 überkreuzen. Hätte ja auch schon ein paar kürzere Episoden. Können wir auch mal wieder eine längere machen. In links 3 lang nicht schneiden. Da habe ich nicht drauf geachtet, was alles kommt. Rechts 6 gerade in rechts 4. Links 4 und rechts 6. Und rechts 6 lang, 40. Links 2 macht zu und links 6 lang. Verläuft über Kuppe. Oh, die Zweier. Nein, 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 nicht runter. Oh mein Gott. Knapp, knapp, knapp. Und Kuppe in rechts 5 lang. Und links 6, 230, Kuppe. Achtung, Bremsen, 60, kehre links. Also mit 60 möchte ich mir wohl sagen, dass man 60 Meter davor bremsen soll. Aber ich habe keine Ahnung, wo 60 Meter sind. Rechts 6, 80, kehre rechts. 9 Sekunden. 150. Na, das finde ich jetzt aber dreist, ey. Links 6 verläuft über Kuppe. 40. Wo haben wir denn so viel verloren? 9 Sekunden. Achtung, rechts 6 über Kuppe, bergab in rechts 3 lang. In rechts 6 lang über Kuppe. Und Achtung, links 6. Das Ding doch schon fast voll gefahren, ey. In sofort rechts 3 und rechts 3. In links 2 lang macht zu, 100 über lange Kuppe. Links 4 lang in links 6. Und rechts 4 halb lang. In Achtung, rechts 3 lang. 5 Sekunden drauf. Ey. Scheiße, der Kühler. In links 3 macht zu. Zum Glück ist es die letzte Etappe. Rechts 3 lang bergab. Aber wem Kühlung fehlt, dem fehlt auch Leistung.
In Achtung, links 4 lang, in Kehre rechts. Der riskiert natürlich kapitale Motorschäden. 40 über Kuppe. Rechts 4, in links 4, halb lang. Weiß gar nicht, ob es sowas hier auch gibt, sowas wie einen richtig krassen Motorschaden. Ja, ich habe auf jeden Fall bald einen richtig krassen Motorschaden, wenn ich so weitermache. In Achtung, rechts 6, sofort Kehre links. Es ist so, wie wenn es um nichts mehr geht, ne? Bei den Bayern, dann spielen die auch scheiße. Rechts 3 lang. Obwohl ich mich natürlich hier nicht von der Leistung mit Bayern vergleichen kann. In rechts 1 lang. Und Achtung, links 4. In Kehre rechts lang. Und Kuppel. Links 3 lang, in rechts 6. In links 5 lang, Kuppel 40. Links 6. Rechts 1 lang, Überkreuzung. In links 1, Kuppel. Rechts 6, 80, über Kuppel. Rechts 4 lang. In rechts 3, mach zu, lang. Nee, nicht jetzt hier noch. Lang, links halten, über Kuppel. Das Ziel ist nicht mehr weit. Rechts 4 lang, mach zu. In links 4. In rechts 2, über Kuppel. In links 1, 150 bis Ziel. Ah, 30 Sekunden. Na gut. So ist das. Das ist ungefähr unser Leistungsniveau im Moment. What, Alter, jetzt sind die alle noch davor gefahren? Werden die anderen immer besser jetzt, oder was? Na ja, gut. Es ist, ich habe 2 Minuten und der nächste hat 7 Minuten Rückstand. Natürlich genau diesen ersten Vieren passiert gar nichts. Ja, gut, wir haben das Auto ziemlich kaputt gefahren. Immer noch nicht das Motor-Upgrade fertig. Und sind damit auch... Was? Jetzt ist dieser Alvarez sogar noch vor uns gekommen, weil er jetzt Zweiter geworden ist. Ja, beim zweiten Mal war er 16. Wir sind 5., 4. und 4. und trotzdem... Diese Punkteverteilung ist nicht gerecht. Na gut, dass der Serrano, ne, mit dreimal erstens. Erster. Gut, ist klar, dass er Erster wird. E23 sehe ich auch noch ein. Ach, ist doch scheiße. Ja, mal gucken, wie viel Kohle wir zusammen haben. Jetzt haben wir nur 83.000 dadurch zusammengekriegt. Ja, Leute, und ihr wisst, was das heißt, ne? Auf zur nächsten Runde. Jede Meisterschaft muss zweimal gefahren werden, damit man sich das nächste Auto leisten kann, wenn man es halt nicht schafft, auf den Ersten zu kommen. So ist es leider. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch trotzdem auch weiterhin Spaß. Denn an sich, das Fahren macht ja Spaß. Auch wenn es anstrengend ist, auf eine Art und Weise, macht es trotzdem Spaß, den Karren da hoch und runter zu prügeln. Ich sag danke, lasst doch einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!